Hey Dudes, Slashy hier. League of Legends gibt es jetzt seit über 10 Jahren und es kommen immer mehr neue Champions dazu, was zu einem der schwersten Videospiele für Anfänger macht. Deshalb habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ein Guide-Video für alle Champions zu machen. Quasi eine A bis Z Guides-Reihe. Falls du Neues in League of Legends lernen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Das ist kostenlos und du kannst dich jederzeit wieder umentscheiden. Folge mir auch gerne auf Twitch, dort streame ich nämlich in letzter Zeit wieder häufiger. Link in der Infobox. Also let's go mit dem heutigen Champion. You got to deal with me first. In diesem Guide wird es um Ciri gehen. Ciri ist ein AD Carry mit einem noch nie vorhergewesenen Playstyle. Durch ihre blitzartige Natur kann sie sehr flink werden und hohen Schaden auf mehreren Gegnern anrichten. In diesem Video wirst du lernen, was ihre Fähigkeiten sind, welche Items man mit ihr kauft und welche Runen ich empfehle. Außerdem kannst du unten in der Zeitleiste immer zu dem Thema springen, das dich gerade interessiert. Schau doch auch gerne mal in der Beschreibung meines neuesten Videos nach. Dort findest du fast immer ein Giveaway. Also let's go. Ciris Passive, lebende Batterie. Ciris Passive ist ziemlich simpel. Sollte sie ein Schild erhalten, aus welcher Quelle auch immer, so bekommt sie über 3 Sekunden hinweg erhöhtes Lauftempo. Außerdem kann sie Gegnern Schilde klauen, so bekommt sie einen prozentualen Anteil des Schildes, welches sie bei ihrem Gegner abzieht. Ciris Q, Feuerstoß. Leider bleibt das nicht ganz so simpel. Ciris Q ist mit ihren Auto-Attacks verknüpft. Ciris Auto-Attack zählt wie eine Fähigkeit und kann daher weder On-Hit-Effekte auslösen noch kritisch treffen. Jedoch kann der Auto-Attack durch Fähigkeiten auf Gegner oder durch das normale Bewegen aufgeladen werden. Ist der Balken unterhalb ihrer Mana-Leiste vollständig aufgeladen, so richtet ihr nächster Auto-Attack zusätzlichen Schaden an und slowt die Gegner für einen kurzen Moment. Ciris aktive Q wiederum wird wie ein Auto-Attack angesehen und kann sowohl On-Hit-Effekte auslösen wie auch kritisch treffen. Die Q lässt Ciri 7 Geschosse in die gewünschte Richtung feuern und richtet am ersten getroffenen Gegner Schaden an. Diese Fähigkeit benötigt kein Mana zur Benutzung und ist der Go-To-Spell von Ciri, da dies ja quasi ihren Auto-Attack ersetzt. Kleiner Tipp am Rande, da die Q wie ein Auto-Attack gewertet wird, kann ihre Range durch Rapid Fire Cannon oder Lethal Tempo erhöht werden und auch Runans Hurricane wird ausgelöst. Ciris W, Ultraschock Laser. Ciris W ist ein kleiner Laserstrahl, den sie in die gewünschte Richtung schießt. Der Laser richtet am ersten getroffenen Gegner Schaden an und verlangsamt diesen. Sollte der Laser Terrain treffen, so wird am Aufprallort ein mächtiger Laser entfesselt, welcher allen in Reichweite stehenden Gegnern Schaden tut. Ciris E, Funkenüberspannung. Ciris E ist ein kurzer Dash, welcher ihre nächsten 3 Q-Aktivierungen verstärkt, sodass diese Gegner durchdringen und an mehreren Zielen Schaden anrichten können. Sollte Ciri mit ihrer E gegen eine Wand springen, so springt sie über die gesamte Wand hinweg bis zur nächsten freien Stelle. Ciris Angriffe und Fähigkeiten auf Gegner sorgen dafür, dass die Abklingzeit von ihrer E jeweils um etwas reduziert wird. Ciris Ultimate, Blitzeinschlag. Ciri beschwört eine Schockwelle um sich herum, welche an allen Gegnern in Reichweite Schaden anrichtet und Ciri für eine kurze Zeit überlädt. Während Ciri überladen ist, erhöht sich ihr Schaden, ihr Angriffstempo und ihr Lauftempo. Angriffe auf gegnerische Champions setzen die Dauer der Überladung zurück und steigern ihr Lauftempo weiter. Während der Überladung wird aus Feuerstoß ein schneller Dreifachschuss, der Kettenblitze auf Gegner überspringen lässt. Kleiner Funfact am Rande, die Überladung kann theoretisch unendlich gestackt werden, was Ciri zum potenziell schnellsten Champion in ganz League of Legends macht, mit unendlich Lauftempo. Kommen wir zu Ciris Items. Natürlich ist der Champion erst frisch draußen und man kann auch nicht hundertprozentig sagen, was der beste Bild auf ihr sein wird, jedoch kann ich euch sagen, was in meinen Augen Sinn ergibt. Als Mythic Item wird sich bestimmt Krakenslayer als die beste Variante ergeben. Einfach aus dem Grund, da man mit der Q sehr oft den True Damage des Krakenslayers nutzen kann. Des Weiteren wird Rage Blade und Items wie Blade of the Ruined King bestimmt ein Go-To sein. Da Ciris Q mit zunehmendem Attack Speed an Cooldown verliert, werden die Attack Speed Boots eine sehr gute Wahl sein. Da Ciri auch AP Scalings hat, kann man mit Gnasher's Tooth auch nichts falsch machen. Auch kann ich mir vorstellen, dass man Muramana sehr gut verwenden kann, da es sehr oft geprockt wird. Und auch Items wie Wits End, die ein bisschen defensive Stats noch hinzufügen, sind auch nicht schlecht. Kommen wir zu Ciris Runen. Als Keystone kann ich Lethal Tempo empfehlen, dadurch, dass wir durch die zunehmende Attack Speed
weniger Cooldown auf der Q haben und das vollgestackte Lethal Tempo die Range der Q erhöht. Triumph ist, denke ich mal, selbsterklärend einfach, um etwas Leben wieder zu restoren, nachdem man einen Kill getätigt hat, und Legend Alacrity eben aus dem gleichen Aspekt mit dem Attack Speed. Coup de Grâce kann im Early Game ganz wichtig sein, da Seri anfangs nicht unbedingt den höchsten Schaden-Output hat. Als Secondary Tree habe ich Inspiration genommen mit Biscuit Delivery, einfach um das Early Game zu überbrücken mit ein bisschen mehr Sustain, und Approach Velocity, dadurch, dass Seri auf fast jedem Spell einen Slow hat und so immer gut an die Gegner rankommt. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Jetzt würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen und schaut doch auf Twitch vorbei, nachdem ihr diesen Kanal hier abonniert habt. Und bis dahin, bis zum nächsten Guide. Tschö.